Wir spielen heute den neuen legendären Brawler Mac im Duell gegen alle anderen legendären Brawler. Wer wird gewinnen? Oh! Oh! Oh, Junge, lol! Creator Code? Jo Jonas. Hey Leute, wir sind heute zum ersten Mal auf dem Entwickler-Account mit dem neuen legendären Brawler Mac. Und das ist vielleicht der stärkste Brawler aller Zeiten. Alles dazu werdet ihr heute im Battle sehen, denn wir treten heute mit Mac an, gegen alle legendären Brawler. Das heißt gegen Spike, gegen Crow, gegen Leon, gegen Sandy, gegen Amber und am Ende eben auch gegen Mac. Und die Brawler wird jeweils eben Lukas spielen. Hallo Lukas. Moin Moin, was geht? Ja, und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze eben ausgehen wird. Ich würde sagen, wir legen erstmal los und haben auch direkt dazu auch einige neue Showdown-Maps. Auf geht's. So, und damit schauen wir uns jetzt hier zum allerersten Mal den neuen Brawler an. Es ist für viele schon jetzt der stärkste Brawler aller Zeiten. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen schon hier den Roboter neben mir stehen. Sieht absolut krank aus. Die Beschreibung zu ihr ist auch unfassbar lang. Da würde ich sagen, schauen wir uns erstmal ihre Fähigkeiten an, ne? An sich hat Mac 3080 Trefferpunkte und macht 2x420 Schaden. Damit hat sie am wenigsten Leben im Spiel und macht auch extrem wenig Schaden. Dafür ist sie sehr schnell am Nachladen, hat eine gute Reichweite und ist sehr schnell. Aber dann kommen wir eben zu ihrer Supermaschine. Da unten haben wir nicht einen Button, da können wir einfach rüber switchen zu ihren anderen Stats. Richtig geil. Und da sehen wir das hier. 7000 Trefferpunkte ist normal von der Bewegungsgeschwindigkeit, macht 2500 Schaden mit jedem Angriff, also 8x330. Und mit ihrem Schlag nochmal 3000 Schaden. So, ihr Gadget kann nochmal ihren Roboter dazu 5 Sekunden lang 450 Trefferpunkte heilen, also 2000 Leben nochmal extra. Und ihre erste Star Power sorgt dafür, dass sie einen 35% Schild bekommt. Das heißt, für 30 Sekunden lang vor allem 35% Schild, wenn der Roboter zerstört wird. Das entspricht eben ungefähr 1000 Schaden mehr, den sie 30 Sekunden lang kassieren kann. Und ihre zweite Star Power sorgt dafür, dass wenn ihr Roboter zerstört wird, Gegner in der Nähe zurückgestoßen werden und 1000 Schaden bekommen. Ich finde eher die erste Star Power krass. Dazu haben wir auch einige coole Pins. Die sehen wir hier auch so einen wütenden, ja so ein paar fröhliche. Die sehen eigentlich ganz witzig aus. Würde ich sagen, testen wir zum ersten Mal den neuen Brawler. Der neue Brawler Mac in der Trainingshöhle. Ich bin sehr gespannt. Wir greifen zum ersten Mal an und sehen eben schon mal, ne? Sie hat wenig Leben, ist ungefähr so wie Max, also sehr schnell, sehr beweglich und hat auch ähnliche Angriffe auch von der Reichweite. Aber jetzt können wir eben mal ein bisschen drauf zulaufen, vielleicht auf den großen Roboter, können ihre Ult drücken und werden, oh mein Gott, zu einem Roboter mit 7000 Leben. Das ist unglaublich. Jeder Angriff macht auch extrem viel Schaden, auch auf der Distanz. Ist ja natürlich dementsprechend sehr, sehr stark. Erinnert auch so ein bisschen an 8-Bit. Hat eben zwei Laserkanonen, mit denen sie angreifen kann. Und ihre Ult macht nochmal 3000 Schaden. Und wir sehen eben auch, schaut auf den Ult-Button. Der lädt sich innerhalb von wenigen Sekunden wieder automatisch auf. Und wir haben den nächsten Schlag. Wenn wir angreifen, macht es gar nichts mit der Ult, aber er lädt sich eben einfach automatisch auf. Dann haben wir eben das Gadget, mit dem wir eben draufdrücken können. Hier und uns nochmal healen können. 54 Leben pro Sekunde. Einfach absolut krank. So, und jetzt schauen wir uns noch ihr Gadget an. Wenn der Roboter jetzt nämlich zerstört wird, haben wir dann auch noch hier, zack, einfach ein Schild und bekommen nochmal 35% weniger Schaden. Und das Ganze über 35 Sekunden lang. Über 30 Sekunden lang. Absolut heftig. Wie gesagt, für viele ist es der stärkste Brawler aller Zeiten. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und jetzt gehen wir zum Battle über gegen alle legendären Brawler und schauen uns an, wie ich mich gegen Lukas und gegen die Legendären schlagen werde. Und zwar haben wir auch die neuen Showdown-Maps Ausgetrockneter Fluss und natürlich Ruinen. Die werden wir heute auch im Battle spielen. Also ich würde sagen, wir sind jetzt hier gespannt und legen jetzt hiermit los mit dem ersten legendären Battle. Und zwar ist der erste Brawler im Duell Spike. Okay, ich mach Spike. Okay, auf geht's, erste Runde. Ich habe jetzt hier den neuen legendären Brawler Mac und Lukas hat Spike. Oh Leute, du hast einen Skin gewählt, sehe ich. Krass, okay. Ja, ja, ich habe auch den neuen Dark Lord Spike Pin. Oh Gott, ich muss aufpassen, oh je. Okay, so, es geht direkt ab, Leute. Auf geht's. Ich liebe es. Oh mein Gott, der Schaden. Hast du jetzt schon die Ulti? Ja. Ich direkt, ich gehe gleich auf die Kisten. Ich gehe einfach zack. Und zack. Das ist so broken einfach. Es ist so geil. Dann wollen wir natürlich jetzt. Lol, unsere Ult lädt sich ja auch automatisch auf. Dieser Button. Oh mein Gott. Ja. Ist ja völlig broken. Oh mein Gott. Okay, let's go. So. Boah, es müssen halt irgendwie Brawler sein, die auf Range viel Schaden machen, wenn du halt kein Roboter mehr bist. So. Ja. Sowas in der Richtung, genau. Ach so, von den legendären. Ja, vielleicht sogar Spike echt noch, ne? Ja, ich merk's, oh mein Gott. Wenn du mich schlägst, ist es so peinlich, ne? Ich habe jetzt aber halt ein fettes Schild, das ist halt ganz geil. Oh je. Oh, okay. Ich bin aber so dumm, dass es auch so knapp wird. Ich darf nicht zu confident sein. Das Schild ist halt auch mega broken, muss man wirklich sagen, aber ja. Ja, das schon, aber. Yes, let's go, jetzt kann's abgehen. Oh, knappe Sache. Digga. So, jetzt wird hier abgeschossen. Oh, ich kann kaum was machen, wenn du dieser Roboter bist, dann. Ja, so soll es auch sein, bitte.
Bam! Junge, WTF, Mann! Ich hatte auch 8 Cubes, ich hatte auch 8 Cubes. Okay, erstes Battle. Alter! Wir halten fest, 1-0 für Mac gegen alle legendären Brawler. Als nächstes haben wir Crow, da bin ich auch sehr gespannt. Reichweite hat er auf jeden Fall, kann vergiften, kann slowen. Mal schauen, wie Lukas sich anstellt. Okay, zweite Runde, jetzt darf Lukas eben Crow nehmen. Ich muss aufpassen, ich darf jetzt nicht so sehr in den Crypt direkt... Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin fast tot, perfekt. Oh mein Gott, du kannst auch meinen... Oha, ich hab gar keinen Bock auf Crow, muss ich sagen. Ey, hör auf, mich jetzt so abzucampen. Was ist das denn jetzt? Ja, weg. Was glaubst du denn, Jonas, weg. Ey? Gut, dass ich die Runde automatisch auflädt. Ich geh erstmal nach unten, würde ich sagen. Guck mir da jetzt ganz entspannt mal noch ein paar Cubes. Ist halt, also ich muss wirklich sagen, was halt echt wichtig ist, ist, dass die Ult sich auch automatisch auflädt nochmal. Mit den Schlägen. Man ist ja noch ein richtig guter Nahkämpfer eigentlich sogar. Jack ist jetzt auch deutlich stärker geworden. Wieso? Was macht die denn? Ja, die kann während sie läuft auch die Ulti machen irgendwie. Ah lol, krass. Ja, ich merk's irgendwie gerade. Oh je. Yeah. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Jonas, gleich hast du nicht mehr einen Roboter. Oh ja, nein, du hast mich echt geschlagen. Okay, damit 1-1. Der dritte Brawler ist Sandy, auf geht's. Sandy, interessant, ist natürlich ein Flächenschaden-Brawler, kann die Gegner zum Einschlafen bringen, aber ist eigentlich nicht so gut in Showdown, ich denke, ich hole das. Okay, drittes Battle bisher steht 1-1 und, oh, da hinten ist schon mal Lukas, okay, aber geht erstmal weg, würde ich sagen. Ich weiß halt nicht so ganz, das ist, was mich halt so ein bisschen nervt, ist, dass das halt eben echt anfällig ist, aber, oh mein Gott. Sobald ich halt die Ult immer habe. Die Ult hat danach echt relativ schnell, das ist halt auch praktisch. Sehr, sehr krass. Ja, sehr, ja. Hier. Zack! Oh mein Gott, ich kann die so weglasern einfach. Ich weiß nicht so ganz, wie man in die Cubes reinkommt. Komme ich jetzt nur da oben rein oder bin ich jetzt... Hoffentlich nicht. Oh, nee. Oh, ich komme rein, let's go. Ich muss schon sagen, es fühlt sich schon ein bisschen wie Cheaten an, was ich da mache. Ja, ja, Real Talk. Also ich muss sagen, ich verstehe nicht so ganz, wie man in die Mitte kommt. Hä? Bist du lost? Die Mitte ist ja dieser Fluss halt. Ja, aber wie kommt man denn da noch rüber? Die andere Seite, da unten ist er dicht. Oh, Lukas, das war ein Fehler. Oh! Oh ja, das war wirklich ein Fehler. Das war ein großer Fehler, Lukas, ich sag dir, wie es ist. Ja, ja. Junge, es ist so geil, es ist so geil. Hallo. Heal. Oh, hallo, ich mach den Schaden. Es geht schnell down, muss man wirklich sagen. Ja, 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 ich seh's schon, ich seh's schon. Nein! Was? Hä? Bin ich so kacke mit dem... Hä? Der vierte Brawler ist Ember. Ember mit den Distanzangriffen? Mal schauen, könnte interessant werden. Okay, vierte Runde. Ich schäme mich gerade immer noch ein bisschen für die Runde gerade eben. Ich habe jetzt schon zweimal verloren. Ja, Lukas lacht sie. Ja, 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 Lukas. Noch lachst du. Laser ihn weg. Schneller. Danke. So. Ja, dieses 35%-Schild ist auch krass, muss man wirklich sagen. Let's go. Ja, man soll die sich echt aufgeben. So, jetzt habe ich 10 Cubes. 1 gegen 1 ist gegen Ember. Komm. Ja, ja, ja. Ha! Wobei, okay, ja, okay, der Schaden war doch mehr als ich dachte. Ich verbrenne fast. Oh, Leute, bist du ja. Oh mein Gott, Digga. Ja, genau so und nicht anders. Okay, damit 2-2. Wir haben noch 2 Runden. Und der vorletzte Brawler ist mein Lieblingsbrawler, und zwar Leon. Ich glaube, das wird aber eher schwer werden, da ranzukommen. Mal schauen, wie du dich schlagen wirst. Ach so, lol, du kannst dich ja unsichtbar machen. Oh, okay. Ja. Da habe ich nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Man munkelt, Jonas. Ja. Und ich warte einfach ab, bis du nicht mehr dieser Roboter bist. Ja, das ist halt echt, da habe ich echt nicht so Bock drauf, sage ich dir, wie es ist. Nein, das ist gar nicht gut. Nein, 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 nein. Willst du deine Ulti bekommen, ne? Wär nett, ja. Ich sag dir, wie es ist. Nein, kacke. Oh, nein, ja. Ich bin so dumm, ich hab die Ulti gedrückt. Let's go. Oh, das ist so dumm. Och, Mann. Okay, letztes Battle, Mac gegen Mac. Ich muss es, och, das... Ach. Okay, auf geht's. Letzte entscheidende Runde. Doppelte Punktzahl. Wer jetzt gewinnt, gewinnt das Battle. Mac gegen Mac. Auf geht's. Nimm direkt die Ult. Das ist praktisch. Oh mein Gott, let's go. Ja, habe ich auch tatsächlich. Ich muss sagen, was mich ein bisschen verwirrt, ist, dass wenn sie jumpt, dass sie nicht wie Surge auch Schaden macht, die Gegner zurückknockt. Das wäre eigentlich sinnvoll, finde ich. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Aber das wäre vielleicht nochmal zu krass dann. I don't know. Ja, das werden sie auch noch hinzubringen, weil es schwach war. Gebufft. LOL! Let's go, jetzt hab ich halt die ganzen Kisten mir gegönnt, das war ganz praktisch. Ja, stimmt. Moin! Digga, Junge. Ah, ich treffe überhaupt nicht, nein! Oh! Oh, oh nein. Junge, lol! Nicht schlecht von dir, nicht schlecht. Ja. Oh mein Gott, komm! Digga, was, Junge? Ja! Oh mein Gott! Ja, gut, das so, war sich okay, egal. Ja, würde ich sagen, dann so viel zum heutigen Battle. Wir sehen Mac gegen die Legendären. Also ich habe mich, glaube ich, ein bisschen dumm angestellt, aber würdest schon sagen, ist mit Abstand der beste Legendäre, oder? Ja, auf jeden Fall. Und du würdest sagen, ist der beste aller Zeiten für dich?
Ich glaube schon. Boah, krass, okay. Dann würde ich sagen, Leute, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Schaut auch gerne bei Lukas vorbei für ein weiteres Video zu Mac. Und natürlich werden wir auch in Zukunft viel in Brawler freischalten und pushen. Lasst dafür auch gerne ein Abo da und haut rein. Bis zum nächsten Video und ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Abo da lassen oder auch bei meinem E-Sports-Team vorbeischauen. Dort kommen tägliche Brawl Stars Clips. Hier sind noch zwei weitere Videovorschläge. Schau gerne vorbei und ciao.